Tiefen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch wieder eine Karte und zwar eine ganz, ganz easy gemachte Pop-up-Karte. Und wie die gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Ihr benötigt für die Karte natürlich ein Kartenrolling. Dann benötigt ihr ein Stück Cardstock und zwar in dem kompletten Maß, wie eure Karte aufgeklappt ist. Dann benötigt ihr zwei Stücke Papier, die komplett in den Maßen hier drinnen reinpassen. Ich habe jetzt hier immer einen kleinen Rand gelassen, links und rechts, sowie oben und unten. Das benötigt ihr zweimal. Ihr könnt dadurch für Motivpapier hernehmen oder ich mache jetzt mir zum Beispiel meinen Hintergrund selber. Was ihr noch benötigt, ist natürlich dann Dekomaterial, aber ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit dem Hintergrund. Den Hintergrund möchte ich mir ein bisschen selber gestalten, weil ich habe mir die süßen Yetis von MFT mir koloriert. Und zwar diese süßen hier. Und die sollen in einer Schneelandschaft stehen, weil ich habe mir hier jetzt auch noch ganz viele kleine Bäumchen ausgestanzt. Und dafür nehme ich mir meine Distress Oxidkissen her. Habe ich mir jetzt diese Farbe hier ausgesucht. Und da möchte ich, dass es so eine Art Hügellandschaft wird. Da ich leider jetzt keine Schablone mir mal gekauft habe von dieser Hügellandschaft, habe ich mir einfach selber eine erstellt. Und zwar diese hier. Ich habe einfach aus meiner Restekiste mir ein Stück Cardstock ausgesucht und habe mir dort einfach die Wellen aufgezeichnet. Und die werde ich mir jetzt einfach hier so anlegen. Nehme mein Distress Oxidkissen her, gehe da rein und dann fahre ich da einfach mit kreisenden Bewegungen so drüber. Dann aus. Das mache ich jetzt mit diesem hier ebenfalls. Und wenn ich dann fertig bin, machen wir zusammen weiter. So, wenn ich das Ganze mit diesem Distress Oxidkissen gemacht habe, nehme ich mir mein Versa Color White her. Das mache ich mal auf und dann habe ich hier so ein kleines Schwämmchen, das ich mir auf den Finger stecken kann. Gehe da in die Farbe hinein und werde dann nochmal so ein bisschen diese Wellenlinie nachgehen, damit es wirklich so leicht schneemäßig aussieht. So, wenn ich das Ganze gemacht habe, gehe ich nochmal her und möchte das noch ein bisschen veredeln und verfeinern. Und zwar nehme ich da jetzt meine Nouveau Mousse her. Und zwar ist dieses die Farbe Toasted Almond oder wie auch immer man das ausspricht. Es hat so einen schönen weißen Schimmer. Und da gehe ich jetzt auch nochmal mit meinem Minischwämmchen her, gehe ein bisschen in dieses Mousse hinein, nehme das mit der Farbe oder mit dem Schwamm ein bisschen auf und dann gehe ich wieder diese Ränder nach, so wirklich in einem Schwung und verschmier das so ein bisschen. So. Und dann hat es diesen Schimmereffekt. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Kamera einfängt, aber das schimmert dann so richtig schön. Das möchte ich jetzt auch überall hier haben, wo ich diese Übergänge habe. Und ich muss es wirklich ein bisschen immer wieder so verschmieren, weil sonst sieht es viel zu kantig aus. So, und dann haben wir nämlich hier diesen Schimmereffekt mit drin. Ich glaube, so, wenn man gegen das Licht hebt, dann sieht man es ein bisschen. Das mache ich jetzt hier genauso und dann machen wir zusammen wieder weiter. Jetzt kommen wir zu diesem Pop-up-Effekt an sich selber. Jetzt machen wir an der Karte weiter. Und zwar werden wir jetzt unsere Hintergründe einmal auf die Karte draufkleben. Und dann die andere. So.
Jetzt benötigen wir noch den langen Streifen. Und der lange Streifen, der wird einmal in der Mitte gefalzt. Den lege ich einfach zusammen. Drücken mir in der Mitte zusammen, gehe mit meinem Falzbein noch ein bisschen drüber. Und dann müsste das Ganze so aussehen. Jetzt gehen wir her und machen von der linken und von der rechten Seite, müssen wir auch noch ein Stückchen umknicken. Dann nehme ich wirklich nur so einen halben Zentimeter, knick mir den jetzt hier so um. Mach das auf der anderen Seite genauso. So. Und das Ganze werde ich dann nochmal in die andere Richtung knicken. So. Und das Ganze wird jetzt einmal hier eingeklebt. Und zwar so, dass die Falzlinie, die wir hier gezogen haben, dass die dann wirklich in der Mitte liegt. Das machen wir jetzt ganz, ganz einfach. Und zwar, wir nehmen unsere Klebemaus her, machen auf die eine Seite jetzt schon mal Kleber ran. So. Legen das dann ganz grob so an diese Falz, also dass diese Falzlinie an der Falzlinie von der Karte ist. Kleben das uns hier jetzt einmal fest. Drücken das wirklich mit unserem Falzbein zusammen. So, dann werden wir das einmal zusammenknicken. Dann werden wir hier unsere Klebe anbringen, an diese Klebelasche. Und dann klappen wir einfach die Karte zu. Drücken das hier fest. Und fertig haben wir dann schon diesen Pop-up-Effekt. Ist wirklich total simpel gemacht und ist wirklich jetzt nichts arg Spektakuläres, sondern wirklich total simpel. So, jetzt können schon die Deko-Elemente drauf und zwar werde ich das jetzt ohne euch machen und dann zeige ich euch die fertige Karte. So, meine Lieben, fertig ist die ganz, ganz einfache Pop-up Karte. Und zwar habe ich auf der Vorderseite nur Motivpapier draufgeklebt, sonst gar nichts. Ich habe mir schon überlegt, ob ich hier dann vielleicht den Namen draufschreiben werde in so geschwungener Schrift. Und das Ganze, wenn wir das öffnen, sieht das so aus. Ich habe jetzt wirklich nicht viel gemacht, sondern ich habe nur die kleinen Yetis und die Bäume aufgeklebt und habe hier oben Are you Yeti for Christmas draufgeschrieben oder beziehungsweise draufgestempelt. Und ja, meine Lieben, das ist eine ganz, ganz easy, simple Pop-up-Karte. Nichts überdimensional spektakulär, aber ich finde sie sehr cool. Und ja, meine Lieben, wir sehen uns dann einfach morgen beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!